you, would you be my? Is it done, the done, done? I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. Willkommen, ihr kleinen Lobis, zu einem klitzekleinen Vlog von mir. Und zwar, ich habe eben gerade das Lobius Community Video gedreht für das Community Zocken, was gestern war. Und ja, heute möchte ich halt so ein paar kleine Dinge nochmal ansprechen, die ich jetzt so offen Herzen habe. Und zwar, das erste Ding ist halt das neue Projekt, was ich halt plane. Und dazu brauche ich halt eure Hilfe ein bisschen. Ihr könnt mir ja ein paar Leute empfehlen, die vielleicht sich ein bisschen mit Minecraft-Servern auskennen. Mir wurden jetzt auch ein paar Leute schon empfohlen. Ich habe schon mit ein paar Leuten geschrieben, mit ein paar Leuten geredet über dieses Ganze. Und ich plane jetzt das ganze Projekt schön richtig nochmal durch. Ich habe mir jetzt auch schon ein paar Notizen und alles gemacht, wie das so aufgebaut werden muss. Dann werde ich mir jetzt die Regeln ein bisschen überlegen, damit es auch funktioniert. Nicht, dass dann alles so durcheinander ist. Und deswegen bräuchte ich vielleicht eure Hilfe ein bisschen. Ihr könnt auch gerne mit mir zusammen dann darüber reden, über das Projekt. Ich werde dann nochmal einen kurzen Vlog dazu oder ein kurzes Infovideo dazu machen, wann ich halt darüber nochmal ein bisschen rede. Dann könnt ihr alle nochmal vorbeikommen und wir quatschen darüber einfach ein bisschen, über den Server, über diesen ganzen Aufbau. Und ich hoffe, dieses Projekt wird dann richtig gut. Oder besser als End of Sky. Und das ist halt schon mal so ein Punkt, wenn das besser durchgeplant ist, wird das auch besser, weil End of Sky, wisst ihr ja, es war nicht so durchgeplant. Deswegen machen wir auch mal so ein kurzes Besprechen nochmal alles ein bisschen. Vielleicht kennen sich auch ein paar mit dem Server aus, deswegen ist das vielleicht auch noch ein Punkt für mich, der mir ein bisschen weiterhilft, wo ich halt nicht so die größte Ahnung habe von Minecraft. Und ja, das war der erste Punkt. Kommen wir nun zum zweiten. Und zwar wird angeblich, es wurde ja jetzt auch schon ein paar Mal verschoben und alles, GTA 5 rauskommen. Beziehungsweise, nee, morgen ist der 29. Heute ist der 29. GTA 5 wird rauskommen und ich denke mal, von Troubletown wird ein Projekt kommen und ich freue mich auch richtig auf GTA 5. Ich habe mal wieder richtig Bock. Ich hatte das für die PS3, aber da ich jetzt meine PS3 nicht mehr habe, kann ich somit auch GTA 5 nicht mehr spielen. Deswegen freue ich mich auch auf die PC-Version richtig, weil ich denke, ich werde dann ein bisschen GTA 5 suchten, sage ich jetzt mal so. Ich habe auch gesagt zu ein paar Leuten schon, ich werde nur noch GTA 5 dann bringen, anstatt Minecraft, aber ich weiß es halt noch nicht. Ich werde es aber, glaube ich, im Wechsel dann halt bringen. Ich muss halt gucken, wie das mit diesen Troubletown-Projekten aussieht. Vielleicht werde ich das dann auch abwechselnd dann mit TTT und Worms bringen irgendwie. Ich versuche das halt. Ich weiß noch nicht, ob es klappt. Ihr wisst ja, dieser ganze Stress, Lernen und alles. Weil ich gehe jetzt auf die Prüfung zu, auf die Abschlussprüfung und das wird halt nicht so leicht. Dafür muss ich halt ein bisschen was tun. Ja, das war der Punkt GTA. Und dann kommen wir jetzt noch zum Punkt, ich hab's vergessen. Habe ich noch einen Punkt. Und zwar ist das der Punkt Longboarden. Ich habe jetzt gesagt, ich mache jetzt ein paar Videos bei diesem schönen Wetter. Es ist auch heute richtig schönes Wetter. Ich bin auch gerade im Überlegen, ob ich gleich nach diesem Video nochmal rausgehe. Aber ich bin halt krank. Ich weiß es halt nicht, ob es dann schlimmer wird. Ich werde mal gucken, weil jetzt könnte ich halt, jetzt ist es gerade 10 Uhr. Ich bin richtig früh heute aufgestanden, weil ich gestern, beziehungsweise am Freitag, um 11:30 oder so schlafen gegangen bin und ich war um 8 wieder wach. Also, wieso nicht? Kann man mal machen. Jetzt hat man auch richtig viel vom Tag, muss ich sagen. Und ja, hinter mir sieht man ja schon, die Sonne scheint ein bisschen rein. Deswegen, ich weiß es halt noch nicht, ob ich Longboard fahren gehe. Jetzt könnte ich halt ein bisschen nochmal was aufnehmen. Der Kameraakku ist halt noch auf 2 Balken. Ich weiß nicht, wie lange der noch durchhält. Deswegen werde ich das mal gucken. Aber ich wollte ja diese Videos jetzt ein bisschen besser gestalten. Und ich weiß es halt noch nicht. Ich glaube, ich werde mir jetzt gleich mal ein paar Kameras einpacken. Meine Handykamera habe ich so oder so immer dabei. Dann werde ich die Kamera hier einpacken, die Canon Legria Mini. Und dann halt noch so eine normale Kamera. Und dann werde ich versuchen, ein bisschen Videomaterial aufzuzeichnen. Ich werde nochmal die ganzen Akkus überprüfen, bevor ich hier gleich losfahre. Vielleicht dauert das auch nochmal bis 11 oder 12. Und um 15 Uhr ist ja Community zocken, deswegen will ich ja bis dahin auch wieder da sein. Und das ist so ein Punkt, den möchte ich halt jetzt ein bisschen verbessern vom Longboarden. Ich finde, die Videos sind immer noch nicht so, ja,
die gefallen mir schon, aber sie sind halt nicht dieser Punkt, den ich gerne erreichen möchte mit diesen Videos. Deswegen versuche ich da noch ein bisschen was zu machen, ein bisschen was zu ändern. Und ja, dann wurde auch schon mal in den Kommentaren gefragt, wegen eines neuen Community-Projektes. Und das neue Minecraft-Projekt soll ja so eine Art Community-Projekt werden. Ich weiß halt noch nicht, wie ich das so regeln werde, weil das verbraucht natürlich richtig viele Slots an Platz. Und ich habe halt nicht das Geld und wir müssen dann halt alle zusammenschmeißen. Und da rede ich nicht von euch, von der Community oder irgendwas, sondern von den YouTubern, weil es werden ja noch mehrere YouTuber dann mitmachen. Und dann brauchen wir halt dementsprechend einen großen Server. Sagen wir jetzt mal erstmal am Anfang 50 Slots oder sowas oder 25 für, keine Ahnung, was weiß ich nicht, 12 YouTuber, sage ich jetzt erstmal. Und dann kann jeder von den YouTubern halt ein Community-Mitglied dazu holen. Dann sind wir schon bei 24. Aber ich denke mal nicht, dass die Community gleichzeitig wie mit den YouTubern dann aufnimmt. Ich weiß es halt nicht. Das ist halt so ein Projekt, was richtig viel Zeit auch, in Anspruch nimmt. Und wir brauchen halt die Serverkapazität dafür. Das ist halt übelst krass. Deswegen, ich weiß es halt noch nicht richtig. Das muss alles noch durchgeplant werden mit der Community. Ich denke auch nicht, dass jedes Mal die Community online ist, wenn wir dann online sind, weil das würde ja auch nochmal ein bisschen Platz verschwenden. Aber manche Leute freuen sich halt so und die warten dann auf den Server und bis der YouTuber halt online kommt. Und dann haben die auch schon viel erreicht, deswegen muss ich da auch ein paar Regeln, ein paar Mods vielleicht installieren, dass man so und so viel Zeit noch auf den Server verbringen kann pro Tag, damit der Server auch nicht immer richtig gefüllt ist, wenn halt Leute aufnehmen wollen. Wisst ihr, wie ich das meine? Aber das Ding ist, ihr könnt ja dann theoretisch immer noch mit uns aufnehmen, weil wenn wir halt einzeln als YouTuber aufnehmen, können halt dann mehrere Leute aus der Community mit aufnehmen, sage ich jetzt mal so. Wenn wir dann zu zweit wären als YouTuber, dann wäre das schon ein bisschen anders. Deswegen, ich muss das mal gucken, ich muss das erstmal alles durchplanen, wie das überhaupt werden soll. Und wenn dann zum Beispiel Dalu mit so, keine Ahnung, 90.000 Abonnenten oder 93.000 Abonnenten da mitmacht und dann sagen wir mal 1.000 Leute der Community da mitmachen, sage ich jetzt einfach mal so, dann brauchen wir schon 1.000 Slots und das ist einfach richtig viel. Und dafür einen Server zu kriegen, das wird nicht so leicht, Leute. Deswegen muss ich da auch alles ein bisschen durchplanen und es wird schon ein bisschen schwierig, deswegen... Ich werde jetzt erstmal gucken, wie ich das alles planen werde. Deswegen, ein Community-Projekt wird aber dieses Jahr definitiv noch kommen. Definitiv, weil ihr wisst ja, ich habe ja schon mal einen Vlog angesprochen. Also Mitte des Jahres werde ich dann halt nur noch ein Video pro Tag bringen, weil ich dann halt mich nur noch auf das Lernen konzentriere. Und ja, deswegen, aber ich werde trotzdem dann versuchen, falls bis dahin noch kein Community-Projekt da ist, werde ich es trotzdem noch planen. Und ja, das war es auch soweit. Mehr wollte ich halt jetzt nicht ansprechen. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, lasst einen Daumen da und schreibt konstruktive Kritik in die Kommentare, damit ich weiß, was ich verbessern kann. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss.